herzlich willkommen, mein Name ist Antimythos und wir spielen wieder Oxygen Not Included. Jawohl, was geht ab? Ich hab mir gedacht, ich werde hier einfach mal so ein bisschen aufräumen zwischendurch. Und das geht, glaube ich, gleich relativ gut. So, mal gucken. Ich mache hier und da mal jetzt einen kleinen, verschaffe mir einen kleinen Überblick. Weil ich denke, das sollte hinhauen. Wir könnten uns einen neuen Dupe leisten. Der Dupe. Super Dupe. Guck mal, wie hier das Essen geliefert wird, Mann. So, das heißt, die Kiste ist immer die, die voll sein muss. Und der Rest ist dann Lager, nach dem Motto. Wenn sie dann Essen gemacht haben, können sie anfangen, das zu schrubben. So, das Erdgas, das fällt tatsächlich runter ein Stück weit. Das ist schon mal sehr gut, dann sind wir das nämlich schon mal ein bisschen los. Das Kohlendioxid wird weniger, sehr gut. Der Sauerstoff hier oben, na, hält sich in Grenzen. Ist okay so, sagen wir mal. Jetzt müssen wir eigentlich nur sehen, dass wir das alles ein bisschen im Griff kriegen. Ich meine, hier oben hätte ich auch gerne lieber ordentlichen Sauerstoff als diese Pisse, aber im Augenblick ist das okay. Im Augenblick ist das völlig okay. Guck mal an, wie sie das hier bearbeiten alles. Das sind alle Priorität 9, ne? Ich denke schon. So, bei minus 3 Grad ist das Wasser, was hier ankommt. Was sagt das hier? 30,4 Grad. An sich ist das okay. Was hier rauskommt, aber das kühlt hier drinnen ziemlich schnell ab, muss ich sagen. Wenn man mal sieht, bei minus 3,2 Grad der Inhalt, das Ding ist dann bei minus 18 Grad. Mal abgesehen davon, dass die normalerweise gefroren sein müssten, aber gehen wir jetzt nicht von einem Realismus aus. Ja, könnte ich bei der Gelegenheit doch eigentlich schon mal eine neue Reihe planen, oder was? Wie gesagt, ich muss jetzt genau überlegen, wie ich das mache. Weil, wenn ich jetzt einfach alles wegnehme hier an kaltem Biom, dann ist das so ungünstig, denke ich. Müsste das jetzt schon ordentlich machen. Ein bisschen so, dass wir immer was von dem Kalten übrig haben. Und noch haben wir dieses heiße Wasser, was hier hinkommt. Also mehr oder weniger heiß, ich meine, hier vorne ist das ja schon bei 19 Grad und solange die Rohre bei den Minusgraden sind, mehr oder weniger haut das ja hin. Könnte man fast überlegen, ob man die zwei Dinger nochmal hier drunter sitzt. Das passt ja gerade so hier hin. Ich kann ja mal theoretisch hier sehen, planen. Ne? Hätte man. Lass ich hier zwei frei, dann hast du 1, 2, halt. 1, 2, 3, weil sie wachsen sollen, und dann hast du hier so die nächste Reihe. Dann lassen wir 3 frei. Frostschaden. Und machen ja Leute gleich nochmal. Wie wir sehen, haut das hin. Alles klar. Alles klar, dann machen wir hier jetzt nur noch. Nope. Die Dinger drin. Dann machen wir noch ein paar von den Hydrofarmen dazu, damit wir hier das Wasser durchleiten können. Das überlege ich mir dann aber erstmal noch. So, dann hätte man hier nochmal so eine Reihe. Rein in der Theorie kannst du dann einfach. So. Diesen machen und hier vorne einfach eine simple Leiter runterbauen. Und schon hätte man ein weiteres Biom. Also ein weiteres Biom, nicht ein weiteres Essenslager. Schön wäre natürlich, wenn das hier alles mehr oder weniger dann so frei wäre.
Muss ja nur so ausgegraben werden und das ja dann nur so. Ne? Nur eine weitere Reihe. Und wie gesagt, das andere muss halt bleiben, weil das muss irgendwie das kalt halten. Wir versuchen es einfach mal so. Weil das ist ja auch, das nimmt ja die Kälte auch auf in dem Sinne und verteilt es ein bisschen weiter. Das hält sich dann so. Alter, wie schön viel Essen die jetzt haben. Noch 291 von dem Weizen. Wenn jetzt gleich viel sind, noch mal 400. Nee, Quatsch, da ist Dünger drin. Aber ihr wisst schon, ne? Das ist schon ziemlich geil. So, habt ihr schon ein bisschen gewischt? Ein bisschen gewischt ist schon, guck mal. Das ist ja schön. Muss ein bisschen unten mit einfallen lassen, was wir mit dem Pisswasser machen. Wenn dann noch fällt das einfach so runter, ne? Hier. Müssten wir vielleicht mal noch mal irgendwann einen Gang drin graben hier an der Seite irgendwie. Natürlich haben wir hier nur ein bisschen Leid. So. Das hier wegnehmen. Können ja mal so ein bisschen. Ein bisschen versuchen, das aufzuräumen, so ein Stück weit. So, und dann ist ich nicht hier irgendwie freimachen, Stück für Stück. Denke ich mal. Natürlich die Prioritäten jetzt verblöd gesetzt. Mal weiter, alles von vorne, komm, warum auch nicht? So, wischen, achte. So, hier nochmal irgendwann wischen, oder hier so, oder whatever. Und dann hier mal irgendwann eine Leiter anbauen, dass wir da immer wieder runter können. Was ich halt machen könnte, wie ein Reservoir. Die Dinge rein theoretisch. Ja, dass ich unten als Reservoir mache und von da aus nochmal dann mit so einem selbstpumpenden Ding hier so was hier baue. Nur eben, dass noch eine Pumpe mehr dran ist. Und dann kann das von hier oben runterfließen. Ich mache dann die Dinger hier voll und der pumpt wieder runter. Also die beide pumpen dann dahin und beide pumpen dann diese rein und. Ist halt schade, dass ihr keinen Wasseranschluss dran hast. Das wäre halt ziemlich gut. Direkt hier so. Könnte ich das halt gleich mit drin leiten wieder. Ist doch richtig, ne? Ja, ist richtig, haben sie nicht. Meine Güte. So, das heißt, wir haben jetzt pisswassermäßig schon einige, ja. Da könnte ich sicher auch das Pisswasser, was hier rauskommt, hier rüber und dann auch runterfallen lassen. Und dann könnte man das damit ziemlich umgehen, alles. Das wäre schon ziemlich sinnvoll, denke ich. Können wir hier mal langsam so mal was auswählen, langsam so das hier wegreißen. Hier mal alle weggerissen? Ja, auch meint ihr nicht. So, dann könnte man mal die Dinger hier bauen lassen. Ich weiß ja nicht, was für Prioritäten die besitzen. Man könnte zum Beispiel sagen, wir machen mal eine 7, keine 8, eine 7. Und bauen den Raum einfach mal. Dann können wir mal, falls wir in einem nicht so gut geht, einfach mal irgendwas machen da. Okay, ich habe die Statue nicht gesehen. Aber, Statue ist da. So, wir haben 1000 Kilo Sauerstoff. Was ich machen muss, ist halt dieses eklige Zeug hier rauskriegen. Das ist jetzt nicht so. Nicht mehr so, wie das da steht. Ich denke mal, ich kann die Dinger hier umsetzen. Ja, keine Prioritäten, wa? Ja. Sechse, das macht kein Mensch freiwillig. Also Essen ist da. Machen die jetzt das nebenbei hier unten? Ja, Tatsache.
So ein bisschen zumindest. Alter, ist ein Geysir. Ein Erdgas-Geysir. Könnte den Erdgas-Geysir ausbauen, also nutzen, ein Kabel hochführen und das hier mit ins System einbringen. So hätte ich zwei von den Dingern. Das wäre ja nicht mal schlecht. Muss ich sowieso mal alle ausgraben, die Teile. Alter, brauchst du richtig viel Duplikants für. Duplikants. Sand, genau, hier ist nur Sand entstanden durch die Hitze. 900 Grad heißt Phosphor. Toll, wie Magmatit zwischen dem Neutronium ist, wo du nicht rankommst. Da hinten ist noch ein Erdgas-Geysir. Die könnte man theoretisch, könnte hier so einen Raum drum ziehen, zack, 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 einen großen Raum, und dann hätte man richtig viel Erdgas. Denke ich, dass er dienen würde. Hier ist nochmal ein Erdgas. Der Trick ist es halt, das irgendwie an einer Stelle zu bündeln und dann da seine Sachen aufzubauen. Das ist der Trick. Langsam kommt das Gas runter und das ist sehr gut. Wie gesagt, die schwarze Masse wird ja immer weniger. Ja. Hä, das ist doch so buggy. Klicke das an. Sage 8. Dann verschwindet in dem Zeitraum der Punkt. Ich klicke drauf und nichts passiert. Beziehungsweise wahrscheinlich wird ein bisschen Anzeigebug. Das ist so nervig jedes Mal. Ehrlich. Guck, ob das jetzt wieder ist. Na, jetzt ist es nicht mehr. Wie seltsam ist das denn, bitte? Warum ist denn der schlecht? Warum ist dem jetzt schlecht? So, das ist ja gut, dann ist das erstmal weg. Eine Blockade weniger, die jetzt hier blockiert. Ja. Liegt eine Menge Kohle rum. Wir müssen mal das Lager vergrößern. Demnächst. Manchmal wünschte ich mir, man könnte diese ganzen Sachen, so wie sie sind, kopieren. Ganze Gebäudeteile. Das hätte was. So, das mache ich jetzt mit Beinen rein. Hätte man gleich mal so machen können. Ah, scheiße, Mann. Weil du das nicht über blöde Pflanzen legen kannst, das ist ein bisschen Mist. Schon wieder, jetzt leck mich doch einfach. Mann, oh. So, das sieht da gut aus. Da kommen dann halt die ganzen Sachen drin. Ich muss sowieso mal gucken, was hier oben überhaupt eingestellt ist. Rohmaterial, Rohmineral, so rum. Vielleicht doch hier die letzten vier, da ist jetzt nochmal Sand und so ein Kram. Wo sind hier Sand und so ein Kram? Ey, die sortiert keiner ein, weil sie so eine beschissene Priorität haben. Weil Kochen ist ja erstmal viel wichtiger, das Wischen ist jetzt erstmal wichtiger. Theoretisch ist das Bauen erstmal wichtiger hier unten. Das. Da müssen wir erstmal ein bisschen uns Zeit lassen mit. Geht so hart am Wischen, sagst du? Nö, eigentlich gar nicht. Ein bisschen vielleicht. Essen liefern auf jeden Fall ist eine Menge dabei. Dann kann ich ja hier bald mal die Kisten erweitern. Irgendwann kriege ich die Kisten ja voll. Soweit die Theorie. Das hier wird auch langsam ein bisschen dünner mit der Luft, wollte ich gerade sagen, mit dem Gas. Mal an, dass wir das Wärme, upsie. Oh, 40 Grad. Ist nicht dolle, ne? Was da noch rumschwirrt drinnen.
brauchen halt Dünger, 590. Wir müssen auf jeden Fall die Produktion verdoppeln, das nächste Mal, weil das ist dann nicht mehr machbar ohne. Kommt nicht genug Pisswasser an, ich glaub's nicht. Dusche anmachen. Weil wir brauchen, glaube ich, alle drei Maschinen volle Touren durchgehend, damit das funktioniert. Müssen wir mal gucken, dass jetzt doppelt duschen gehen oder was. Oder was? So, ich hab doch bestimmt auch noch einen Künstler, wa? Ja, einen guten Künstler haben wir noch. Einer, der okay ist, einer, der crap ist. Auf jeden Fall eine Menge Frostbrötchen. Traurig, die ganzen Tische sind alle wieder frei hier. Warte mal, was hast du denn? Ist dreckig, unterbrochener Schlaf. Warum unterbrochener Schlaf? War doch eben Nacht, er hatte doch genug Zeit zum Pennen, oder nicht? Oder etwa nicht? Muss ich gleich mal beobachten, was die machen. Wir wollen ja nicht, dass es ihnen schlecht geht, ne? So, dem jetzt gut? Ich denke schon. Wie gesagt, wenn ich das hinkriegen könnte, dass das alles weg ist, dann hätte ich ja hier genug Platz, um alles mit Erdgas zur Not zu füllen und dann die beide laufen zu lassen. Und im Augenblick ist es absolut ja nicht nötig. Gut, hier hat sich der Chlor gesammelt. Hier ist ein bisschen Sauerstoff. Und ein bisschen Wasserstoff. Eher Wasserstoff, okay. Naja, das kriege ich dann noch so lang. Werde wohl demnächst mal ein paar Duplikants zum Graben losschicken wieder. Wird mal langsam Zeit, dass wir das mal machen. Da war ich ja mit F fast nah dran. Also, 8. Dann hätte man... Negativ. Ich hab von allen Materialien so scheiße viel. Schicken wir hier ihn hoch. Eigentlich müsste hier zwischen nochmal eine Leiter kommen, ja, bevor wir am Ende nochmal irgendwie... Schicken wir halt hier ihn hoch. Noch ein Void suchen. Wir müssen gucken, entweder wo so ein Loch ist oder wo Vakuum ist. Ist ja dann logisch, ne, weil der pumpt ja alles aus. Dann hätte ich gerne versucht, dieses verschmutzte Sauerstoffzeug dahin zu pumpen. Cycle 269, ich bin noch nie so weit gewesen. Klar, wir hatten jetzt Komplikationen. Aber es funktioniert. So. Die schlafen. Joshua schläft auch. Das sind Vierer. Muss mal ganz kurz was gucken. Wir haben ein Feldbett. Bin ich jetzt blind? Also wir haben hier Vierer. Ach, da oben sind noch welche, Mensch, bin ich doof. An für sich haben sie doch hier noch Schlaf. Verstehen wir nicht, aber ist okay. Okay, hier wird, wie gesagt, die Luft hier drin wird ziemlich dünner. Also das Erdgas. Das Gute ist, dass jetzt ein bisschen das Erdgas runtergedrückt wird. Durch den Sauerstoff und dadurch kommt, ja nicht, weil er ja keine Pumpe ist. Aber dadurch, dass dann hier das Kohlendioxid ein bisschen raussieht, kann das hier so hingeleitet werden. Das heißt, die könnte jetzt theoretisch so ja noch den Boden mal austauschen. Ich glaube, das war zu viel. Mal gucken. Dass das Kohlendioxid schneller durchfällt. Und dann hier so runter so, das ist mir egal. Und dass das ein bisschen schneller hier runterkommt. Das wäre ganz gut. Dann werde ich auch ein bisschen los, wenn immer die Tür so aufgeht. Dann geht auch ein bisschen was davon drin. Ich muss jetzt hier vorne mal ganz kurz gucken. Das
Das ist echt ein Problem mit dem Wasser, ganz ehrlich. Das ist andauernd ein Problem. Erst, ja, hast du zu viel in Innerleitung. Dann hast du zu wenig, so wie ich das jetzt gemacht habe. Weil ich das ja als Ausgleich machen musste. Jetzt werde ich es so machen, dass all das, was hier rauskommt, nur nach da lang läuft. Ja, ich werde jetzt hier vorne ein Stück rausschneiden. Wenn das erledigt ist, soll mir der Rest egal sein. Jetzt nehme ich langsam los, der lässt schon nach hier. Immer noch sick. Unterbrochener Schlaf, der hat doch ganz durchgepennt. Hallo? Dreckig, okay, nasse Füße, okay, hält Luft an, okay. Aber dennoch. Warum zum Henker? Vitalwert, was habt ihr dafür für 89% Nails? Joshua ist 100% Gesundheit. Nails sind für Probleme. Echte Verletzungen. Gut, ich würde sagen, das ist dann ein Problem für nächstes Mal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen.